Jetzt wechseln wir wieder das Thema. Wir haben gesagt, Allfront Konfrontation. Jetzt gehen wir in die Richtung Frühsexualisierung. Und wir haben jetzt eine besondere Referentin für dieses Thema und auch eine besondere Art, wie wir diese Referentin kennenlernen. Es handelt sich dabei um eine Frau aus den USA. Und zwar ist sie dort, und das hat jetzt wieder nichts zu tun mit Vorsichtsmaßnahmen und Frauenquote. Die Frau, das ist die Frau Dr. Judith Reismann aus den USA. Ja, geben wir einen Applaus. Diese Frau hat ganz, ganz Großartiges geleistet in Sachen Frühsexualisierung. Ich denke, sie hat sehr viel inspiriert, auch zu dem Film, den ich selber gemacht habe, Urväter der Frühsexualisierung. Sie wollte bei der 9. AZK eigentlich dabei sein. Wir haben schon das Flugticket gekauft für sie. Alles lief und sie hatte kurz vor einen Schlaganfall. Die Frau ist schon über 70 und wir haben immer gesucht, kann sie noch kommen? Das Ticket läuft jetzt in dieser Zeit ab, also es hätte noch klappen können, aber die Frau ist so ausgebucht, man konnte das nicht so frühzeitig einfädeln. Aber jetzt haben wir einen Weg gefunden, es gibt ja Skype, oder? Also haben wir uns gesagt, wir wollen die Frau Judith Reismann kennenlernen, wir möchten sie sehen. Und so ist hier eine Verbindung in die USA entstanden und wir werden ein exklusives Skype-Interview mit dieser wunderbaren Frau machen. Sie wird eben über das Thema Frühsexualisierung interviewt werden, und zwar von Matthias Eber. Vielleicht kannst du, kann man kurz aufstehen, dass man dich mal sieht. Kennt ihr den Mann? Den kennt ihr garantiert, ja? Das ist der Initiator der Bewegung Besorgte Eltern. Man sieht ihn immer wieder in diesen gewaltigen Demos. Er spricht wirklich gewaltig, wenn man ihm zuhört. Da merkst du einfach, da ist Herz, Leben und Kraft dahinter. Er hat enorm was in Bewegung gesetzt. Ich habe ihn gebeten, weil das auch sein starkes Thema ist, dieses Interview mit Frau Dr. Judith Reismann zu führen. Judith Reismann ist eine jüdische Ärztin in den USA, und Matthias Ebert, der das Interview mit ihr führen wird, ist selber glücklich verheiratet und Vater von 4 Kindern. So viel möchte ich mal zu dir sagen. Ja, hallo zusammen. Was für eine Veranstaltung. Also könnt ihr euch überhaupt nicht vorstellen, wie ich mich fühle, dass ich jetzt hier wirklich an diesem Tisch sitzen darf mit diesen Schwergewichten der Aufklärungsarbeit. Das ist gigantisch. Aber ich habe eine kleine Geschichte einfach zu dem, was ich jetzt im letzten Jahr erlebt habe, was ich euch gerne erzählen möchte in Kurzform, einfach als Ermutigung für euch alle. Denn also ich bin, wie du gesagt hast, Ivo, einfach vierfacher Familienvater. Ich bin glücklich verheiratet, aber das sind andere auch. Aber ich war im Prinzip genau das, was Ivo vorhin gesagt hat. Jemand, der im Prinzip auf Konferenzen gegangen ist, sich voll die Sachen reingezogen hat und immer mehr wusste und Chemtrails und hier und da, und das Wissen wurde immer größer. Und irgendwie war aber dann die Tat beschränkt, und so können wir nichts verändern. Ja. Und es ist dann so gewesen, dass dann vor einem Jahr ungefähr, ja, danke dir. Vor einem Jahr ungefähr war es so, wir hatten auch schon vor Jahren, wo Ivo den Film Urväter der Frühsexualisierung rausgebracht hat, da waren wir alle schockiert. Viele andere haben den auch gesehen sicherlich, ein wirklich grausamer Film, aber er war irgendwo noch relativ fern. Man hat ihn nicht so an sich herangelassen, das war nicht das, was jetzt hier in der Umgebung mit einem selber zu tun hatte. Und als vor einem Jahr ungefähr ein guter Freund von uns, der Eugen, dann wirklich verhaftet wurde, weil seine Tochter den Sexualkundeunterricht in der Grundschule verlassen hat. Ja, wir reden von der Grundschule, von einer Fehlstunde, wo das Mädchen da rausgegangen ist. Ja, eine zweite war auch da, also zwei Fehlstunden, das wäre im Mathematikunterricht garantiert nicht passiert. In diesem Unterricht war es so schlimm, also die Lehrer haben es sofort gemeldet, die Justiz ist eingeschritten, es gab Bußgeldbescheide, also sie hätten das Bußgeld bezahlen können, es waren 30 Euro, sie haben es nicht getan aus Prinzip, weil sie gesagt haben, nein, wir haben nichts falsch gemacht, unser Kind hat den Unterricht verlassen, unserem Kind ist schlecht geworden und unser Kind darf das, und das war alles, ja.
Und dieser Mann, den hat man eingesperrt. Das hat damals so die Halsschlagader bei mir anschwellen lassen, das könnte ich überhaupt nicht vorstellen. Das war einfach, es war grausam. Es war im Prinzip wirklich jemand, mit dem man direkt zu tun hat, dem plötzlich sowas live passiert. Es hat mich fast umgehauen. Und in dem Moment hatte man einfach so zwei Möglichkeiten. Das kennt ihr auch, wenn ihr Vorträge guckt. Man kann es runterschlucken und versuchen, irgendwie weiterzumachen. Und man kann aber auch dann irgendwo überlegen, hey, was können wir hier jetzt tun? Und eben da war eben so dieser Funken, das lassen wir nicht zu. Wenn der Mann entlassen wird, wir gehen demonstrieren, wir setzen ein Zeichen. Ich habe das organisiert, Freunde waren dabei und 30 Leute standen mit irgendwo im Gefängnis. Und Klagemauer TV ist auch gekommen, hat dann wirklich einen Film davon gedreht. Und der Film, der ist um die Welt gegangen. Der hat viele Millionen Menschen erreicht. Ja, das bei YouTube sind die Aufrufe hochgeschossen. Einfach von der Entlastung, von dieser Geschichte von Eugen. Ja, es war einfach fantastisch. Plötzlich haben wir gemerkt, Mann, es passiert was, wenn man was tut. Es ging weiter. Wir haben dann wirklich angefangen, diese Sachen zu verbreiten, noch mehr die Leute zu informieren. Haben im Januar dann die erste Demo gestartet und dachten, Mann, wenn hier 100 Leute kommen nach Köln, das wäre der Hammer. Und es kamen über 1000. Es hat sich rumgesprochen. Wir sind einfach durch Köln gezogen. Das ist meine Heimat. Wir sind durch Köln am Dom lang, durch die ganze Großstadt. Und wir haben wirklich gebrüllt aus allen Kehlen. Wir haben gesagt, das lassen wir nicht zu. Und das darf nicht sein, Sexualkundezwang. Es ist weitergegangen. Wir haben jetzt ein halbes Jahr rum. Und in diesem letzten halben Jahr hatten wir über, ich glaube, 5 oder 6 Demonstrationen schon. Ja, in Frankfurt, Stuttgart, Köln. Es sind zigtausend Menschen auf die Straße gegangen. Ja, und einfach, weil gemeinsam hat uns einfach diese eine Sorge verbunden. Und eben, das ist auch jetzt besorgte Eltern. Es ist kein Verein, wir sind nirgendwo eingetragen. Es ist im Prinzip gar nichts. Genauso hat die Zeitung auch gesagt, Zeit online und auch die Süddeutsche Zeitung hat gesagt, ja, wer ist denn besorgte Eltern eigentlich im Interview? Und dann hieß es, ja, das weiß man eigentlich gar nicht so genau. Die sind irgendwie dann da und dann sind sie auch wieder nicht da und keiner weiß es so genau. Es gibt da eigentlich, ne? Und doch, es sind so viele Menschen, die es verbindet. Und genau das soll es sein, ja. Wir haben Mails bekommen, da haben Leute gesagt, jetzt auch die Tage wieder, wo können wir hinspenden? Und wir haben zurückgeschrieben, hey, könnt ihr nirgendwo hinspenden. Ihr könnt wirklich von uns den Flyer runterladen, den drucken lassen und den verteilt ihr fleißig bei euch in der Umgebung. Denn eben, das ist der Schlüssel. Wir müssen gucken, dass wir die Leute aktivieren vor Ort, dass sie aktiv werden, ja. Auch nicht, dass ich ihnen jetzt Flyer zuschicke und sage, hier verteilt die dort. Nein, es bringt nichts. Wir müssen uns multiplizieren, wir haben keine Zeit. In diesem Bereich haben wir keine Zeit. Meine Tochter ist jetzt in der ersten Klasse in der Grundschule. Wenn jetzt nichts passiert, ich stehe davor, ich bin der Nächste, ich gehe genauso ins Gefängnis wie Eugen. Das verspreche ich euch. Ich verspreche es euch. Ich werde da auf gar keinen Fall zulassen, mich beugen und sagen, ich zahle euch die 30 Euro. Auf gar keinen Fall. Und ich würde mir einfach wünschen, dass jeder von euch auch einfach mal schaut, einfach die Themen, die euch ansprechen, wo ihr merkt, Mann, da ist die Wut am größten, dass ihr da mal überlegt, was kann ich hier tun? Wie kann ich hier wirklich einfach Menschen um mich herum auch aktivieren und einfach erwecken. Ich glaube, ein anderes Wort fällt mir jetzt überhaupt nicht ein. Einfach erwecken, einfach mitreißen. Eben genau, wie du es vorhin auch ein paar Mal gesagt hast, einfach diesen Krieg nicht mitmachen. Oder wie es vorhin auch schon schön gesungen wurde. Einfach, dass es Leute gibt, die aus diesem Laufrad wirklich aussteigen und stehen bleiben und sagen, nein, mit uns nicht mehr. Wir haben ein großes Problem mit und wir machen da nicht mit. Wir prangern das an. Wir brauchen ja Leute, die das anprangern, die das wirklich mit dem Finger drauf zeigen und sagen, so nicht. Okay. So viel mal ganz kurz. Also diese Entwicklung ist rasant, auch international, um das noch kurz zu sagen. Es ist aus dem Ausland kamen sofort auch Kontakte und hey, bei uns, wir haben auch das Problem. Lass uns da mal gemeinsam synergisch werden. Und ich habe gemerkt, wow, das ist jetzt wirklich seit in dem letzten halben Jahr passiert und es geht weiter. Und es hat wirklich nichts mit mir zu tun. Es gibt vor Ort jetzt lauter andere Leute, die auch gesagt haben, wir machen jetzt auch Demonstrationen, wir gehen jetzt auch, wir machen Aufklärungsveranstaltungen. Und das ist, glaube ich, so der Schlüssel hier, ne? Und ich habe große Erwartungen, dass das einfach irgendwo dass einfach die Bevölkerung aufgeweckt wird, weil ich glaube auch, dass zum Beispiel in Deutschland mindestens 90-95% der Bevölkerung ein Riesenproblem damit hat, wenn sie davon nur erfahren würden. Ja? Vielleicht sogar noch mehr. Ich denke, eigentlich hat jeder ein Problem damit. Ich habe bisher noch mit keinem gesprochen, der gesagt hat, warum, ist doch okay, haben sie den Vater halt eingesperrt. Ja? Oben in der Politikebene oder im Banksektor, da werden die Leute reihenweise durchgelassen. Da gibt es dann Ermahnungen, kleine Bußgelder, die wirklich nichts sind für die. Und hier ein Vater, wie viele Kinder hat er? 9 Kinder, da sperrt man ihn ins Gefängnis ein. 9 Kinder, ja, hat eine Frau zu Hause und den sperrt man ein. Ja, und das war kein Einzelfall. Es ist über die, also nicht, dass ihr denkt, das war jetzt ein Einzelfall, nur bei Eugen. Es ist zigmal passiert in Deutschland. Es ist sehr dramatisch, gerade bei uns in Nordrhein-Westfalen. Anna Wiens, Mutter von 12 Kindern. Er ist jetzt ganz frisch dieses Jahr im Frühling passiert. Ja, sie musste sogar für über eine Woche musste sie ins Gefängnis. Ja, 12 Kinder zu Hause. Ja, wo bleibt da die Gerechtigkeit? Und eben, was passiert, wenn wir jetzt hier schweigen, wenn wir hier nichts tun? Also große Ermutigung an euch alle.
Wir haben auch Flyer hinten auslegen. Wir haben hinten die DVDs, Urväter der Frühsexualisierung, welche wirklich absolut klasse Werkzeuge sind. Denn da hat man wirklich mal die Hintergrundinformationen. Nicht einfach nur, ach, das finde ich schlecht. Ja gut, du bist ein religiöser Spinner oder wie auch immer, kriegst du sofort einen Stempel drauf. Wenn du die DVD hast, die ist wirklich sehr, sehr aufschlussreich. Schaust dir an, was dahinter steckt, was für Hintermänner da mitgewirkt haben, dass das jetzt wirklich den Kindern beigebracht wird. Es ist einfach nur grausam. Eben, und einer dieser Hintermänner, der wird auch gleich noch etwas tiefergehend behandelt. Es ist so, dass ich das große Vorrecht habe, mit dieser Frau Dr. Reisman gleich ein Interview zu führen. Ich bin sehr gespannt, ob das gut klappt. Und ich durfte mir jetzt die Tage ein paar Fragen an sie ausdenken. Eben, und ja, ich bin sehr, sehr gespannt einmal auf ihre Antworten, auch auf die technische Umsetzung jetzt. Das ist ja doch eine fantastische Sache, dass wir sie hier haben dürfen. Ne? Und genau. Also ich würde sie, ja. Ich würde sie gerne kurz vorstellen, weil auch sie ist wirklich ein Schwergewicht. Damit meine ich jetzt nicht ihr Körpergewicht. Ich meine wirklich einfach von dem, was sie schon alles erreicht hat in ihrem Leben. Sie hat wirklich, sie ist nicht irgendjemand. Sie hat wirklich jemand, sie ist jemand, der was zu sagen hat. Der nicht einfach irgendwo was behauptet, sondern sie hat wirklich viel, viel gelernt in ihrem Leben. Und sie hat sich vor allen Dingen seit vielen Jahren sehr, sehr mit dieser Materie beschäftigt. Also nicht jemand, der einfach gestern darauf gekommen ist und einfach was behauptet, ja. Also Frau Dr. Judith Ann Reisman, so spricht man ziemlich richtig aus, geboren am 11. April 1935 in New Jersey, ist eine US-amerikanische jüdische Kommunikationswissenschaftlerin und Hochschullehrerin. Dr. Reisman erwarb 1976 an der Case Western Reserve University einen Magistergrad in Kommunikationswissenschaften und wurde in dieser Fachrichtung 1980 dort promoviert. Nach einer Assistenzprofessur an der University of Haifa in Israel von 1981 bis 1983 hatte sie ab 1983 eine Forschungsprofessur an der American University inne. 1985 verließ sie diese Hochschule. 1990 hatte sie vorübergehend eine Privatdozentur an der George Mason University. Seit 2011 ist sie Gastprofessorin an der School of Law der christlichen Privathochschule Liberty University. Frau Dr. Reisman ist insbesondere durch ihre scharfe Kritik an Personen und an Werken des Sexualforschers, in Anführungszeichen, Alfred Charles Kinsey bekannt geworden. Und um den wird es sich gleich noch tiefergehend drehen. Er ist eine der Schlüsselfiguren, warum eben diese Schweinereien, ich kann es gar nicht anders sagen, wirklich heutzutage möglich sind. Ja. Jetzt wäre meine Frage an die Technik, steht die Verbindung? Und die Frage an Frau Dr. Reisman, ob sie uns gut hören kann. Jawohl, wir sind bereit. Technik läuft. Können Sie uns hören? Yes, 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 I can hear you fine. Oh, technology, ja, sehr gute Technik. Die Technik macht heute wunderbar. Ja, sehr schön. Schön, dass Sie da sind, liebe Frau Dr. Reisman. Hello to America. Huh? Well, hello. I'm sorry, I don't have German. Ich kann leider kein Deutsch, aber ich freue mich sehr, heute bei Ihnen zu sein. Ja, wir uns auch. Liebe Frau Dr. Reisman, wenn man Ihren beachtlichen Lebenslauf betrachtet, da hat man nicht gerade den Eindruck, als seien Sie irgendjemand, der einfach Gerüchte in die Welt setzt und schlecht fundierte Behauptungen aufstellt. Was genau hat Sie dazu bewegt, die Arbeiten von Alfred C. Kinsey so gründlich zu hinterfragen und seine Werke öffentlich so stark zu kritisieren? Well, it's a long story. Nun, das ist eine lange Geschichte, die Sie in meinen Büchern nachlesen können. Sexualsabotage und Kinsey, Sex and Fraud. Ich versuche, eine kurze Antwort zu geben. Diese muss persönlich sein. Ich arbeitete für das Fernsehen, für Captain Kangaroo, eine sehr beliebte Serie in unserem Land, und wurde damit konfrontiert, dass meine Tochter, eine 10-Jährige, vergewaltigt worden war von einem Jungen von nebenan, einem 13-Jährigen. Und das war 1965. Das war wirklich unfassbar. Er kannte uns, er kannte die Familie, und ich versuchte zu verstehen, was den Jungen dazu bewegt hatte. Sexuelle Übergriffe bei Kindern überall in der Nachbarschaft zu verüben.
wie sich gezeigt hatte. Er wurde von der Kinderschutzagentur geschützt, die beauftragt worden war, den Jungen in Therapie zu nehmen. Das machte mich sehr neugierig auf alles über Kinsey und alles über die Gesetzeslage. Und ich begann, mich auf den Weg zu machen, um zu verstehen, warum und was passiert war. Und er wurde übrigens von seinen Eltern nach England geschickt, wo er herkam. So hatte ich nicht die Gelegenheit zu tun, was ich wahrscheinlich tun wollte. Und stattdessen ging ich auf diese Entdeckungsreise und lernte, was ich nur konnte über Kinsey. Die Fakten waren da in seinen eigenen Büchern. Alles leicht zu finden, für jeden, der wirklich hinschauen wollte. So fing ich an. Ja, ein ganz herzliches Beileid auch zu dem, was Sie erleben mussten. Das ist sicherlich sehr grausam. Ich habe auch Kinder, ich kann mir das nicht vorstellen, aber ja, es muss grausam sein. Die zahlreichen nachgewiesenen Misshandlungen eben kleiner Kinder durch Kinseys Team, von sexuellen Experimenten an Kindern bis hin zur Erzwingung von Orgasmen bei Säuglingen. Die sind ein echter, grausamer Skandal. Warum ist Kinsey und seine Rolle als Vater der heutigen Sexualwissenschaften dennoch so wichtig für viele Diskussionen über Sexualerziehung an den Schulen? Zunächst einmal diese sogenannten Orgasmen. Orgasmen eines 2 Monate alten Babys, eines 4-jährigen Kindes. 26 Orgasmen in Anführungszeichen in 24 Stunden. Diese Art der Darstellung kommt von einem Sadomasochisten. Kinsey selbst war ein Homosexueller, Bisexueller in Kombination. Sadomasochist, ein Pornografiesüchtiger, ein Psychopath. Er dokumentierte, dass diese Schreie, diese Zusammenbrüche, diese Ohnmachtsanfälle, all dies, dass dies Orgasmen seien. Als ich dies las in seinem eigenen Buch, sagte ich mir, dass nur ein sadomasochistischer Perverser so etwas sagen würde. Ja. Menschliche sexuelle Erfahrungen in dieser Weise sehen würde. Kinsey wird zum Fundament jeder Sexualerziehung, nicht nur in den Vereinigten Staaten. Es begann dort, sondern weltweit. Gerade beschäftigt sich die UN mit dem Kinsey-Institut, das jetzt von der Regierung und anderen öffentlichen Stellen gefördert wird. Gerade jetzt läuft unsere Kampagne gegen das Kinsey-Institut der UN. Das Kinsey-Institut ist bei der UN anerkannt, obwohl jede Sexualerziehung weltweit auf dem Versuch basiert, die Kinder zu besitzen. Der zentrale Punkt der Sexualerziehung ist Kinseys Ausspruch: Kinder sind sexuelle Wesen. Das ist die Essenz der Sexualerziehung global, überall in der Welt. Ich fand falsche Daten, kriminelle Daten, die dann in die Sexualkunde übernommen worden waren durch das Kinsey-Institut und andere Institute für Sexualität, weiter an die Schulen, weiter in die Gesetzgebung. Und so weiter. Es wurden unsere Gesetze völlig verändert. In Amerika und weltweit. Dieser Mann hat enorme Auswirkungen gehabt. Mehr als jeder andere Mensch. Oh Mann. Ja, das ist heftig. Aber jetzt gerade angesichts dieser Hintergründe, die ja irgendwo nachgewiesen sind, die bewiesen sind, die auch belegt sind, da fragt man sich doch, oder jeder mit einem normalen Menschenverstand fragt sich doch sicherlich,
warum stützt sich dann die gesamte Wissenschaft auf diesen Mann, der doch scheinbar oder offenbar so krank ist? Ja? Stecken die jetzt alle unter einer Decke oder gibt da einer den Ton vor? Wie läuft das da? Das verstehe ich nicht. Well, Kinsey is certainly the dominant founder, the you know foundation of all of this. But Kinsey ist gewiss der dominierende Gründer von all diesem. Es ist wie Eugenik. Unsere Wissenschaftler haben alle mitgemacht bei Eugenik. Sie haben Menschen zu Tausenden sterilisiert. Es gab Kinder in Einrichtungen, die sterilisiert wurden. Schwachsinnige zum Beispiel. Wissen Sie, Wissenschaftler sind nicht anders als jeder andere. Sie wollen, dass man sie mag, sie wollen publizieren und sie kommen schnell an Bord. Wenn ein Paradigma, eine wissenschaftliche Idee, propagandiert wird, und sie wurde propagandiert, durch die Rockefeller Stiftung, die größere Geldsummen an einzelne Menschen gab, eine sehr bedeutende Stiftung. Und Kinsey wurde so gefördert. Die Fähigkeit dieses Einzelnen, sich gegen die allgemeine Meinung durchzusetzen, war nicht so ausschlaggebend. Die Massenmedien unterstützten Kinsey ganz fantastisch. 70% der Zeitungen brachten ihn in den Schlagzeilen, auf Seite 1 oder 2. Es war eine mächtige Sensation. Die Botschaft, das ist moderne Wissenschaft. Die Menschen möchten modern sein und vor allem die Wissenschaftler möchten modern sein. So war er das Fundament und dann hat sich alles daraus entwickelt, was wir heute sehen, wenn wir Kinderhandel sehen. Nehmen wir Kinseys Handschrift wahr. Boah, Wahnsinn. Naja, gut, mit der Wissenschaft, das kann ich vielleicht ein Stück weit verstehen, wenn denen das so eingegeben oder vorgegeben wird. Mit den Medien ist es eine andere Sache, denn wir haben noch die Pressefreiheit, wir haben noch neutrale Medien, sollte man meinen, die darüber irgendwo neutral berichten. Und ja, meine Frage ist jetzt einfach, wie würden Sie persönlich das Verhalten der Medien jetzt in diesem Bezug eben beurteilen? War das, ja, wie sehen Sie das? Well, the mass media is in the service of its owners. Nun, die Massenmedien dienen ihren Eigentümern. Ja. Das ist ein weltweites Problem, schon seit langem. Sie drucken nicht, was die Eigentümer nicht gedruckt sehen wollen. Sie sehen das gerade in England mit der BBC. Dort fangen sie jetzt endlich an mit dem massiven Kindesmissbrauch durch Parlamentsabgeordnete und andere Personen in hochrangigen Positionen aufzudecken. Das trifft überall zu, denke ich, dass es in England zutrifft. Aber wir erhalten keine Nachrichten über die Misshandlung von Kindern durch Menschen in hohen Positionen. Anscheinend gibt es wirklich den Versuch, die Leute zu verhaften, die Kinder missbrauchen. Aber sie verhaften die kleinen Leute. Also ein paar der Schuldigen, ein guter Anfang. Okay. Aber es ist gewiss nicht angemessen. Einer der Hauptmissetäter des Kindesmissbrauchs, Kinseys, war Hugh Hefner, der Gründer von Playboy. Er sagte, er las Kinsey als junger Student und war zu diesem Zeitpunkt noch nicht sexuell aktiv gewesen. Wie die meisten jungen Männer damals. Er las
Kinsey und sagte, er werde sein Sprachrohr sein. Wenn das die Wissenschaft ist, werde ich sie popularisieren. Und so popularisierte er Kinseys Vorstellung, die Kommerzialisierung der Frau, die Zerstörung der Familie, die Kinsey auch anstrebte, sein Kindesmissbrauch. Das ist Kinsey, das hat er veröffentlicht, Kinderpornografie. Ich wurde in den Niederlanden angeklagt von Playboy, weil ich sie der Verbreitung von Kinderpornografie bezichtigt hatte. Nun, wir haben gewonnen und wie mir scheint, wenn man in den Niederlanden gewinnt, kann man überall gewinnen. Ja. So haben wir die Massenmedien ihren Eigentümern gedient und nicht den Bürgern, absolut nicht den Bürgern. Das ist so seit über 100 Jahren. Ja, ich weiß gar nicht, ob Sie eben schon zugeschaltet waren. Es geht darum, einfach jetzt hier in Deutschland zum Beispiel, aber es ist ja auch ein weltweites Problem, hat es jetzt Fälle gegeben, wo eben Eltern inhaftiert wurden, die ihre Kinder vor diesem Unterricht beschützen wollten. Ja, und ja, das war jetzt nicht nur ein Fall, es gibt mehrere Fälle hier in Deutschland, aber auch in den umliegenden EU-Ländern hören wir zunehmend diese Sorge eben von Eltern, ja, aufgrund dieser Sexualisierung ihrer Kinder, weil die wirklich dadurch verdorben werden. Und ja, meine Frage ist jetzt an Sie, was glauben Sie persönlich steckt hinter diesem krampfhaften Zwang, die Kinder ja nur so ausführlich, wie es nur irgendwie geht, mit der sexuellen Vielfalt zu konfrontieren? Sie sind doch noch klein. Yes, well, it's not sexual diversity, it's sexual. Ja, nun, es ist keine sexuelle Vielfalt, sondern vielmehr sexuelle Verdorbenheit. Und umfassend ist es auch. Denn wenn es umfassend wäre, dann würden Sie die Wahrheit sagen über die Folgen sexueller Aktivität. Es ist klar, absolut klar, dass die Botschaft das Ziel der Zerstörung der Elternschaft ist. Der Versuch des Staates, die Gedanken und das Verhalten der Kinder zu steuern, schon im frühesten Alter. Wir wissen aus Erfahrung, gewiss Deutschland aus der Vergangenheit, und auch wir wissen es, dass die Regierung, der Staat, die Kontrolle über die Kinder übernimmt, über ihre Gedanken, ihr Verhalten, dass dies nur zum Chaos, zur Zerstörung führen kann. Ich glaube, es ist klar, dass dies das Ziel der Anstrengungen ist, durch Pornografie und Sexualerziehung. Auch die Pornografie ist, das ist Porno in der Schule. Pornografie ist unter der Kontrolle der Schule, mit Zustimmung der Schule. Das ist sehr wichtig. Die Kinder lernen, dass die Pornografie, die sie sehen und nicht sehen sollen, ganz in Ordnung geht. Das sagt man ihnen, dass das okay ist. Das öffnet die Tür, dass Kinder für Pornografie posieren, die Tür für die Pornoindustrie, die Tür zum Kinderhandel, die Tür zu vielen Dingen. Und sehr wichtig, es öffnet die Tür zum Pharmaziegeschäft. Dort werden Vermögen verdient an geschädigten Kindern und geschädigten Eltern. Denn auch die Eltern werden geschädigt. Hier werden Vermögen verdient, nicht nur mit Viagra und den Entwicklung für Viagra für Frauen, die Impfung, die Kinder haben müssen, damit sie angeblich keine Geschlechtskrankheiten bekommen. Aber sie werden sie bekommen, denn wenn sie gelehrt werden, es ist okay, sexuell aktiv zu sein, das bringt massiv Geld, riesige Summen, Milliarden für die Pharmaindustrie, für die Pornoindustrie und für die Gesetzgeber, die Einnahmen durch die Pharma- und Pornoindustrie erhalten, stillschweigend.
Und da gibt es keine Frage, dass die Bestrebung dahin geht, die Eltern loszuwerden und die Grundlagen ihres Widerspruchs, das heißt das Christentum und auch den Islam, wo widersprochen wird, und völlige Gewalt zu haben über die Kinder und ihre Zukunft. Okay. I'm sorry. Ja, das ist heftig, das ist echt heftig. Und es ist aber auch so, jetzt um einen Gegenpol zu setzen, es gibt aber auch Erfolge auf der, ja, auf, im Bereich dieser Arbeit. Sie haben ja wirklich jetzt schon seit sehr vielen Jahren gekämpft und eben Aufklärung geleistet. Jetzt wäre meine Frage, Sie haben auch in Kroatien, habe ich gehört, waren Sie auch sehr aktiv, Sie haben den Menschen dort geholfen. Es gab da wirklich auch einiges an Widerstand, es gab Proteste. Meine Frage ist jetzt mal an uns hier in dieser Runde. Was würden Sie eben hier Eltern empfehlen, die hier in diesem Raum drin sitzen, die jetzt selber mit dem Thema konfrontiert sind, eben wie ich zum Beispiel? Ich habe jetzt auch eine kleine Tochter, die in der Grundschule ist. Was würden Sie Großeltern empfehlen, die jetzt mit ansehen müssen, wie die guten und naturgegebenen Werte mit Füßen getreten werden und man die kommenden Generationen zu einem Volk von Perversen erziehen will? Das ist ja offensichtlich. Was würden Sie uns raten? Yeah, that's about the hardest question. Oh ja, das ist wohl die schwierigste Frage. Ursprünglich, als ich meine Forschung für das US-Justizministerium durchführte über Playboy, Penthouse und Hustler und herausfand, dass die Kinderpornografie Kinderpornografie vorantrieben, ich dachte, na gut, wir geben es an die Medien und dann wird es sich alles von selbst erledigen. Doch die Medien reagierten ziemlich verrückt. Sie mochten die Ergebnisse nicht, ihre Chefs mochten sie nicht. Es war ein schwieriger Weg. Das kroatische Volk fing an zu begreifen, was Kinsey angerichtet hatte. Und übrigens auch Playboy, Hugh Hefner, und was das auslöste. Und das Verfassungsgericht, das oberste Gericht, entschied, dass die schon beschlossene Sexualerziehung wegen des Protestes der Bevölkerung zurückgenommen wurde. Das Gleiche geschah in Frankreich. Der Erziehungsminister strich die Sexualerziehung, weil die Eltern sich dagegen wandten. So vehement geführt von einer energischen Frau. So wurde dies auch annulliert. Den deutschen Bürgern und den Schweizern und so weiter, den Menschen aus aller Welt möchte ich sagen, dass der Protest der Eltern außerordentlich wichtig ist. Und die Kinder aus der Schule zu nehmen, wie die Franzosen es taten, ist außerordentlich wichtig. Aber in Deutschland können sie dafür verhaftet werden und ins Gefängnis kommen und bekommen die Kinder weggenommen. Auch bei uns geschehen solche Dinge, aber es ist so, dass die Leute organisieren müssen in ausreichend großer Zahl, damit sie eine Kraft bilden, mit der man rechnen muss. Wir haben die Kampagne StopTheKinsey.org, die Sie im Internet besuchen können und die Petitionen dort unterschreiben können. In Kroatien gibt es eine Organisation, Judith Riesman Nummer 1 oder so ähnlich. Sie schicken ihr Material auch an die UN, um zu protestieren, weil die UN das Kinsey-Institut für die weltweite Einrichtung der Sexualerziehung benutzt. Das bedeutet, dass die Kinder zur Sexualkunde erscheinen müssen und dass es legal sein wird, wenn sie Pornografieveröffentlichungen zu sehen sind oder sich prostituieren. Es wird versucht, das Zustimmungsalter herabzusetzen, um alles zu öffnen, wie es in Deutschland versucht wurde vor Jahren. Erinnern Sie sich? Mit den Linksradikalen, die sich für Sex mit Kindern einsetzten. Der einzige Weg ist, massiv zu mobilisieren. Jeder, überall. Die Mächtigen aus ihrer Machtposition zu entfernen.
Es braucht einen breit organisierten Einsatz. Und ich werde Ihnen helfen, wenn Sie möchten, dass ich komme. Ja, super. Es wird meine Freude sein, Sie zu unterstützen, wo immer ich kann. Das ist der einzige Weg, wie wir die Kinder schützen können. Das ist unser Krieg. Es wird über den Dritten Weltkrieg gesprochen. Wir sind im Dritten Weltkrieg. Der Dritte Weltkrieg ist der von jedem Land unterstützte Versuch, die Kinder von den Eltern zu trennen. Wir sind mittendrin und müssen diesem Krieg gegenübertreten. Und das bedeutet totale Mobilisierung. Ja, herzlichen Dank erstmal für Ihr Angebot, uns zu helfen, herzukommen. Das ist ja wirklich eine sehr große Freude. Ja, liebe Frau Dr. Riesmann, es ist auch so, dass eben von meinem Freund Eugen jetzt die Tochter in der Grundschule ja selbstständig aufgestanden und rausgegangen ist. Ja, sie ist ein kleines Kind, sie ist selbstständig aufgestanden, ihr ging es schlecht, sie ist rausgegangen. Und von anderen Fällen haben wir es auch gehört. Und meine Frage ist jetzt, ist es nicht sinnvoll, dass wir jetzt die Kinder irgendwo dahingehend, ich sag mal, motivieren oder ihnen wirklich in sie hineinlegen, dass sie auf dieses Gefühl hören dürfen, wenn es ihnen schlecht geht, wenn da wirklich irgendwie was Schweinisches kommt, dass sie eben aufstehen und rausgehen dürfen, dass wir, wenn die Eltern schon nicht informiert werden, dass sowas in der Schule stattfindet, das wird ja mittlerweile, zumindest auch hier in Deutschland, an den Eltern vorbei gemacht, dass man dann die Kinder erzieht und sagt, pass auf, du darfst da rausgehen und sie dahin motiviert, ja, dass sie auch selbstständig vor Ort, wenn die Eltern eben nicht da sein können, das ist ja meine große Sorge, dass ich nicht da bin in dem Moment, wenn das da gemacht wird, dass wir die Kinder dahingehend motivieren. Halten Sie das für, ja, halten Sie das für sinnvoll? Well, yeah, certainly it's important. Ja, gewiss, es ist wichtig, dass Kinder dies tun. Aber wir können nicht erwarten, dass die Kleinkinder den Krieg führen. Es ist nicht fair. Wir Erwachsenen müssen für sie kämpfen. Kinder höherer Klassen, ganz sicher. Ich selbst war eine engagierte, aggressive Schülerin. Das glaube ich. Bestand auf meine Rechte. Okay. So sollten die Jugendlichen sein. Es ist wichtig, dass die Eltern ihre Kinder fragen, was in der Schule vor sich geht. Direkte Fragen stellen, was drankommt, ob sie etwas über Sex lernen. Denn ihnen wird gesagt, nicht darüber zu reden. Und die meisten Kinder möchten nicht darüber reden. Also müssen Sie die Eltern ermutigen, mit Ihren Kindern dies anzusprechen, was in der Schule passiert. In der Schweiz, wie ich verstehe, haben die Eltern Erfolge errungen gegen die staatlich verordnete Sexerziehung. Aber alle die Lehrer wurden so ausgebildet. Ja, es gibt einiges, was die Kinder tun können in den oberen Klassen. Aha, okay. Ja, das macht Sinn, das macht Sinn. Wir kommen jetzt auch schon zum Ende und ja, abschließend erlauben Sie mir einfach noch eine Frage. Man hat einfach von den anderen Referenten eben gehört, es war so auch so ein Tenor, es gab immer irgendwo eine Lösung, immer, man hat gespürt so den Glauben eben, jetzt eben zusammenzuhalten und den Glauben, dass wir eine Chance haben, dass es irgendwo, dass wir das Ruder noch rumreißen können. Und mich würde jetzt interessieren, glauben Sie, dass wir eine Chance haben, gegen diese, ich sag mal, schon perverse Entwicklung irgendwas zu tun, ja, obwohl uns so Großes entgegensteht offensichtlich, ja? Well, I think we have no alternative. Nun, ich glaube, wir haben keine Alternative. Es ist unsere Verantwortung, es ist unser Job. Okay. Es stehen Leben auf dem Spiel, das Leben unserer Kinder steht auf dem Spiel. Ja. Das Leben anderer Kinder. Kinderhandel ist ein Riesenproblem. Es wird kein Problem mehr sein,
wenn sie gehandelt werden dürfen. Daher glaube ich, haben wir keine Alternative, als diese schreckliche Sache zu bekämpfen. Und wenn wir es angehen und uns organisieren und kämpfen, dann glaube ich, dass Gott auf unserer Seite ist. Er will nur sehen, was wir dagegen tun. Das glaube ich auch. Ja, herzlichen Dank für dieses aufschlussreiche und ermutigende Interview. Und ja, ich denke, wir alle wünschen Ihnen einfach alles Gute, ganz viel Kraft bei allem, weiterhin einfach auch viel Gesundheit, gerade bei dem, was jetzt einfach war. Und einfach machen Sie weiter, bleiben Sie dran. Sie sind noch jung. Well, thank you very much. Thank you very much. Ich schätze es sehr, ja, danke hier dabei auch. Zu danke. Sein. Es freut mich überaus. Danke. Danke, danke, from the United States. Danke, it's good to be with you. Bye-bye.